Den vernasche ich doch zum Frühstück. Moin, liebe Angeljo-Freunde. Heute mal was anderes. Zwar lehrreich, aber auch mit einem besonderen Gast, den ich euch gleich vorstelle. Zur Historie. Vergangenen Herbst, September, Oktober rum, hatten wir bei uns im Laden eine angerichtete Diskussion darüber, ob Messet-Angeln gegen normales, konventionelles Fiedern stärker oder schwächer ist. Und dann hat sich jemand ganz, ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Man hat den Spruch gebracht, so ein Fiederautisten, den vernasche ich doch zum Frühstück. So, da lasse ich natürlich nie auf mir sitzen. Dann haben wir uns überlegt, ja wann, wie, wo, was. So, ich habe ihm gesagt, entscheide du. Hat lange genug gewartet, damit die Brassen auch aktiv sind. Und damit eine halbwegs Chancengleichheit da ist, hat er ein Gewässer rausgesucht, das ich nicht kenne, er aber wie seine Westentasche. Insofern sind wir heute an einem Gewässer von Dirk Ditters. Und heute will er mir zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Man darf gespannt sein. Also, wir werden euch gleich mal das Setup zeigen. Natürlich alles etwas spartanisch, weil das eine spontane Geschichte heute war, die wir initiiert haben, aus lauter Dummheit und Langeweile. Also, ich zeige euch gleich, mit was ich heute angreife. Und Dirk zeigt euch, dass die Sache, mit der er angreift. Also, wir versuchen halt rauszukriegen, Klasse oder Masse. Ich mache Method, versuche die ganz große zu kriegen und Kurt versucht überhaupt was zu kriegen. Schauen wir mal. Mhm. Ich nenne ihn jetzt schon mal Grundelkönig und ich nenne ihn schon mal Brassenkönig. Wir werden sehen, am Ende kackt die Ente. So sieht's aus. Abwarten. Auf geht's. So, da ich ja heute den konventionellen Teil der Fiederangelei bewerkstellige, habe ich mich heute, da ich ja dieses Gewässer überhaupt nicht kenne, habe ich mal überlegt, nach den Informationen vom Dirk, viele Brassen, Störe teilweise, auch große Karpfen da. Was machst du? Aus Erfahrung sage ich, ich bin ja ein großer Freund von Zamataro-Futter. Würde man jetzt an der Stelle mit Sicherheit genauso gut propagieren können. Aber heute machen wir mal ein ökumenisches Futter. Wer jetzt sagt, was ist denn das? Kurz erklärt, kommt her. Also, ich bin ein großer Freund, gerade wenn es um die Karpfen geht, von Babykorn TTX-Mais. Einfach, weil es eigentlich immer die großen Fische anspricht. Heißt nichts anderes, als dass ich heute mal etwas probieren werde. Und zwar Maispellets, Babykorn, Zamataro, Maiskuchen, TTX, Zamataro. Einweichen, dass das ein Brei wird. Und als Hauptfutter heute mal von HJG Drescher, das Super NL, wurde mir empfohlen von einigen namhaften Kollegen, die damit auch schon seit Jahren angeln. Ist für mich eine Premiere. Ist, ich sage jetzt mal, was die Bindung betrifft, für hier wahrscheinlich gut steuerbar. Es klebt nicht allzu sehr, zumindest wenn man den ganzen Informationen glauben darf. Das werde ich heute einsetzen. Darüber hinaus, Mais, immer eine sichere Bank, wenn es gerade im Sommer auf die Großen geht. Aber ich bin nicht der Freund davon, ganze Maiskörner zu füttern. Das heißt, dahingehend habe ich aus einer Erfahrung von einer Meisterschaft damals mal folgendes Konzept. Das heißt, aufmachen, so, den Müll, den werden wir nachher ordnungsgemäß sammeln, ne? Auch das ist wichtig, lasst keinen Müll am Wasser liegen, ist uns ein besonderes Anliegen. So, den Saft etwas abschütten, der ist nämlich sehr klebrig und sehr süß. In den Mixer und das heißt, ich spalte den auf, ich will die ganzen Körner nicht, ich muss im Prinzip kleine Körner ins Futter integrieren. Kann man auch mit großen machen, aber ich mag es halt etwas filigraner. Ich denke, dass die Brassen halt auf diesen Matschgeruch etwas besser ansprechen. Kriegt man, wie gesagt, in der manuellen Variante, gibt es auch als elektrisch, aber so hält man sich auch ein bisschen fit. So, und dann sieht das Ganze nämlich, kann man wunderschön hier sehen, schön gematscht aus. Bringt Aroma. Und ist für den Fisch wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, wie für uns ein Spaghetti-Eis. Hoffe ich. Wir werden sehen. So, Dirki, jetzt darfst du zeigen, mit was du mir heute den reißen möchtest. Ja, der Kurt, der macht immer da ein riesen Affentheater von. Da muss hier und da, muss mixen und rühren und alles drum und dran. Ja, ich bin halt der Allround Plumpsack-Angler. Ich mache das ganz einfach. Und zwar habe ich ganz einfach von Dynamite Baits, Dynamite hier, Krill Method Mix, ohne viel Plöm Plöm. Ne? Könnt ihr so bei uns im Laden kaufen, überhaupt kein Problem. Ne? Ein bisschen Robin Red dabei,
Halibut, weil ich weiß, dass die dicken Brassen hier halt auf die Halibut-Pellets so abfahren. Leidiges Thema beim Karpfenangeln, dass du ständig die Brassen bei, wenn du die dicken Pellets dabei knallst. Ja, dann habe ich, kriege ich immer Großpacks von. Das sind Knoblauchfisch, Mini-Bollies. So, die kommen von Top Secret. Die haben wir auch in kleineren Packungen, ich glaube 700 Gramm, 600 Gramm bei uns im Laden regelmäßig. Ja, die hat mir der Tim Guden extra für mich abgedreht. Auch eine super Geschichte. Und ganz einfaches Method-Mix, ohne viel Schnickschnack. Mache ich mal Plätzchen gleich fertig. Ein paar Körbchen drauflegen, ein paar Kügelchen drüber streuen und dann gucken wir mal, was die Brassen mögen oder die anderen Fische. Weil, wie gesagt, hier gibt es alles und ich fische auch ein bisschen härter. 28er, Vorfach, geflochtenes, Picks, Ornerhaken, also ein richtig massives Tackle. Weil ich weiß, dass hier regelmäßig große Karpfen kommen, bis 20 Kilo. Und wenn ich hier so einen Karpfen drill, weiß ich, in der Zeit fängt Kurt dann ungefähr 30 Grundeln. Aber ich habe dann den großen Karpfen, pass mal auf. Oder Kurt? Naja, ihr werdet es auf jeden Fall sehen. Wir greifen jetzt mal an. So, also was mich und meiner betrifft, können wir Gas geben. Können wir? Jipp. Hey, stopp, stopp. Alle Counter auf 0? Ja, haben wir doch. Ja, Counter auf 0. Mann, jetzt fällt der Beschiss wieder auf. Nein, so was machen wir nicht. Wir sind ehrlich. Natürlich ist der auf 0. Du hast auch nur einen mit 0, da kann nichts verstellt werden. Da kann ich klickern, wie ich will, der bleibt bei 0 stehen. Ne? Nee, der zählt rückwärts. Oder so. Okay, Start. Round 1, Fight. Oh Mann, Junge, Junge, das ist aber hier. Geht direkt gut los, direkt bei mir ein Gummi verrutscht. Mein letztes Mal ist mir das vor 19 Jahren passiert, und heute geht er auch angeln. Im Absinken schon Schnurschwimmer gehabt. Ich wusste gar nicht, dass Grundeln so hoch schwimmen. So, dann legen wir erstmal ein schönes Care-Paket da unten hin, damit die Jungs auch was zum Nagen haben. Ich auch. So, das Futter etwas lockerer gedrückt. Wir haben ungefähr 11 Sekunden Wassertiefe mit dem Korb. Das heißt, da kann man dann schön eine Säule reinstellen. Ich glaube, das einfacher. Weißt du, was ja das Gemeine ist? Wir angeln so dicht zusammen, dass du auch im Genuss meines Futters kommst. Also du angelst unter den Sprung, ich drüber. Aber gut, das schaffe ich dir wenigstens ein Argument. Dass, ne, warum? Entweder fängst du weniger, kannst sagen, lach an meinem Futter, oder fängst mehr und dann kannst du immer noch sagen, war dein Zeug. Hast du den Biss gesehen? Ja, ich kenn die. Hör mal, von 0 auf 100. Du kannst hier auch nicht pinkeln gehen, in dem Moment, wo du pinkeln gehst, kann sein, dass deine Angel weg ist. Alter, der hat, ohne Vorwarnung, das war ein Biss wie ein Karpfen. Ja. Das heißt, dass viele Fische am Platz sind. Boah. Bei mir ist auch schwer am Zubbeln. Ne? Also, die stehen mal richtig gut im Stiefel, die Jungs. Ja. Boah. Alter Falter. Achtung, jetzt kommt das Krautfeld, da verlierst du. Ja, ihn. Ja, ich seh ihn schon. Ich habe ihn schon. Boah. Was für schöne Tiere. Ich habe schon viele Brassen gefangen, auch in Holland. Ne? Aber die hier, die haben echt Pfeffer im Arsch. Aber warte mal ab, bis die Großen kommen. Wie, noch größer? Ja, das sind noch die Kleinen. Bitte? Und später der Abend, so größer die Brassen. Boah. Musst du aufpassen, wenn du die hochhebst, dass der Kescher kommt. Die fressen hier 24er Bullies, die schlucken die mit einem 6er Haken. Du kannst hier bald nicht auf Karpfen angeln. Und jetzt weißt du, warum du nicht mit 12er Vorfach angeln sollst. Ja. Ich glaube, das 25er war gar keine so eine schlechte Wahl. Ja, warte mal ab. Boah.
ich hänge. I'm hanging. Da hinten ist irgendwie ein bisschen gestrüppt. Hey, du hast eine schöne Schiene ausgenutzt da hinten. Boah. Alter Faltobelli. Was für schöne, makellose Tiere. Wunderbar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum manche Leute auch sowas Frikadellen machen. Da blutet mir das Herz. Mir nicht. Ich finde die lecker. Fisch, Junge. Du Anfänger. Ha! Abwarten. So. Wenn Kurt sich da wieder mit dem kleinen Scheiß rumärgert, habe ich auf jeden Fall schon den ersten besseren. Der hängt auf jeden Fall drin wie ein Klodeckel. Boah. Deine eigene Meinung. Schnell wegholen vom Schwarm ist immer ganz wichtig, weil die Kollegen verpetzen dann die anderen und sagen, aua, 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 verschwinde hier, ich bin gehakt. Apropos verschwinde hier, ich muss werfen. Du musst jetzt warten, bis ich fertig bin. Hey, das ja, ein ist Profi hat auch einen Langkescher, ich nicht. Konkurrenzblockade hier. Hey, voll. Ey. Soll ich mal die Route noch ein bisschen oben halten? Wird er jetzt netwös, der Herr Weltmeister? Nein, ich will doch nur mal. So. Warte mal. Dann machen wir alles in den Kescher. So, die erste Kloforelle hängt. Ich habe beim Absinken schon Biss gehabt. Kein Scherz. Jetzt geht da wieder los hier. Operationsbesteck zusammensuchen. Oh ja, da sagst du auch was. Jetzt guckt euch da mal an. Ey. Der ist so geil da drauf, wo der Haken sitzt. Der hat den komplett inhaliert. Den gibt's doch gar nicht. Bis hinten drin. Da kann man sehen, wie gallig die sind. Das heißt auf jeden Fall, wenn die so gierig sind, ist ein ganzer Schwarm da. Jeder versucht, so viel wie möglich auf einmal wegzukriegen. Alter, da komme ich gar nicht dran. Boah, auch den. Wie geil. So. Ja, guck dir mal an hier. Das sind nur Chloes hier. Ey, sag mal, da ist doch keine Rotauge, oder? Das ist ein Rotauge. Ich sag ja, die sind alle mutatiert hier. Was ist das denn? Ich habe gesagt, bei dir wird es ein Rotaugen-Inferno. Ey, hör doch auf, guck dir mal das Ding an. Ach, das ist nur einer von den kleinen, Kurt. Ach, bitte? Ja, sicher, das ist nur einer von den kleinen. Ey, guck dir das mal an. Da hast du nur einen. Alter Verwalter. Da wird mir ja ganz anders. Die kann schon nehmen wie eine Brasse. Guckt euch das an. Wie geil. Da ist noch keiner von den Großen. Hör mal, da kannst du schon sie zusagen. darf ich da auch einen Punkt für ein? Darf ich da auch einmal für klicken oder dürfen es nur Brassen sein? Du darfst klicken, was du möchtest. Hauptsache, es halt schrubben und stinkt. Alter Falter, was für schöne Tiere. Es müssen nicht immer die ganz Großen sein. Hast du gesagt, müssen nicht immer die ganz groß sein? Nein, auch ich erfreue mich auch an der Schönheit solcher kleinen Fische. Ich habe dir doch gesagt, hier hast du mehr Masse. Aber Masse vom Fisch in Größe. Ach so, nicht vergessen zu klickern, Dirk. Nee, das habe ich vorhin schon gemacht, 10-mal Vorsprung. Also. Ach so, okay, ja gut, das spart auch Zeit, ne? Genau. Also in Method angeln. Und dass die Brassen schlucken, ist schon ein Zeichen dafür, dass hier ganz schön gut los ist unter Wasser. Ach, hör doch auf. Der Nächste. Er war schon dran. Beim Absinken. Ja, das sind aber die Kleinen. Die stehen oben drüber. Ja, dann sollte ich jetzt mal vielleicht den Köder verändern. Du musst so fischen, dass du schnell nach unten kommst. Ich mache jetzt mal einen Wurm. Mal gucken, was sie dazu meinen. Warte mal, ob mir gleich der erste Karpfen dazwischen hängt oder Stör.
Oh, da ist auch schon einer bei. Junge, Junge, die sind hungrig. Sag ich doch. Aber es ist, ey, das ist doch keine Brasse. Sie ist eine Brasse. Nee. Sonst hier guck mal, wie der abmarschiert. Kriegst ja gar keine Schnur hoch. Ah, für einen Anfänger ist das verdammt schwierig. Ach, fischen wieder mit mangelndem Zeug? Nee, aber jetzt kommen die ordentlichen Haken drauf. Alter Falter, nee, jetzt... Nur ich löse mich lustig. Ist der Nächste. Oh. Alter, die kommen hoch wie Ziegelsteine. Ja, ja, das sind Ziegelsteine, Schwimmer. Boah. So nicht normal. Guck dir das Brett an. Also ernsthaft, ich glaube, das wird mein Kescher nicht lange überleben heute. Ja, weil wir sitzen hier auf erhöhter Position, da musst du die ja irgendwie hochkriegen, weißt du? Ja, klar. Und da ist der Kescherkopf auch noch sehr schwer, weil das ein gummierter Kescher ist. Hm. Da musst du echt aufpassen, wie du die Geschichte hier hochziehst. Ja, gut. Ich bin ja vorbereitet, falls die richtigen Fische kommen, wo ich sage, die sind groß, habe ich auch noch einen Kescher extra für mit. Neben Stahlrahmen und Co. Leckt mir den Arsch. Guckt euch das an. Oh, und am Hals, der hat richtig mit dem Kopf im Schlamm gesteckt, im Dreck. Gott dumme, da wäre die Angel bald weg gewesen. Ne? Ach, da wieder, ich hab das Kurzproblem. Jetzt kommt ein anderer Haken drauf, Schnauze voll. Ja, das ist, wenn man geizig ist, ne? Der geht doch noch, der Haken. Der ist ja noch gut. Ein geht noch. Halbe Stunde um, steht 3-1. Kurt hat noch einen verloren, ich noch einen. Ja, ich hatte wieder ein bisschen Chaos, das heißt, ich war eine ganze Zeit lang raus. Aber ich bin wieder im Rennen. Neuer Haken, neues Glück und Perücke ist auch raus. Weiter geht's. Fisch, 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 Fisch. Ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass ich so ein bisschen gerne mit der Maispampe, sprich TTX, oder mit dem aufgeweichten Babykorn arbeite. Warum ich das gerne tue, das lässt sich eigentlich am besten zeigen, denn erklären. Passt mal auf, was passiert. Ich hoffe, man kann es gleich auf der Kamera sehen. Es bildet direkt in der Absinkphase eine milchige Fahne. Jetzt nicht so intensiv zu sehen, aber wenn die auf dem Boden liegen und noch mehr Wasser kriegen, dann lösen sich auch diese gröberen Bestandteile auf und erzeugen unten so einen verführerischen Popcorngeruch. Ganz davon abgesehen, dass die natürlich auch sehr, sehr gerne gefressen werden, diese Partikel. Aber da habe ich zwei Effekte zusammen, die ich gut nutzen kann. Gerade in so stehenden Gewässern wie hier ist das manchmal echt ausschlaggebend, ob du da eine Wolkenbildung erzeugst mit einem Partikel oder mit einem Produkt, was der Fisch auch gerne aufnimmt. Es gibt ja auch viele künstliche Dinge, mit denen man sowas erzeugen kann, aber die erzeugen halt auch keinen Fressreiz, sondern nur diesen optischen Effekt. Hier sieht man das jetzt sehr gut, das löst sich unten auf und da ist eine richtige milchige Fahne, die sich schon auf dem Boden bildet. Das mögen die Fische. Oh, da war er schon wieder. Da ist der Nächste. Holla. Da ist schon an der Oberfläche. Guck dir das mal an, ist ja schon hochgekommen. Ist gut, Hauptsache weg vom Schwarm. Die haben eine Wahnsinnskraft, die Tiere. Also da sieht man, dass die wirklich gesund sind.
Hey, du kommst immer weiter zu meinem Platz. Nee, ich zieh schon. Ist das Methode? Das ist ja auch Methodfieder. Das ist quasi der. Ah, dafür steht die Abkürzung. Die Sache hat Methode. Oh, wunderschöne goldfarbene Brassen. Kann ich gar nicht vorstellen, dass es Angler gibt, die da nicht draufstehen. Karpfenangler. Ich liebe ja das Fiedern, aber nee, nicht, wenn ich sie beim Karpfenangeln habe. Irgendwie ist der Baum da hinten auf. Über. Junge, Junge, Junge. Wunderschön gehakt. Zack. Das macht Spaß, aber der ist schwer. So, wir sind jetzt eine knappe Stunde zugange. Aktueller Status. 9:1. Allerdings muss man jetzt fair sein. Die letzten 5 Fische waren Rotaugen, zwar auch schöne große dabei, aber im Moment scheint das echt so zu sein, dass die großen, ja, ich sag mal so, da, wow, dass die großen so ein bisschen verprellt sind durch die Rotaugen. Rotaugen am Platz, das ist so wie wenn du mit einer Tüte mit dem Kids-Menü von McDonald's im Kindergarten essen gehst. Ne, dann hast du keine Chance, in Ruhe zu essen. Und so ist das, wenn Rotaugen am Platz sind. Die machen halt, wie man jetzt schon merkt, hier im Drill sehr viel Spektakel und vergrämen die Brassen. Und deswegen müssen wir jetzt erstmal eigentlich eine Umkehrung erzeugen, dass nämlich die Rotaugen auf dem Platz verschwinden und die Brassen wieder kommen. Allerdings ist das schwierig, denn was liegt, das liegt. Und nachdem wir jetzt ja schon eine ganze Menge an Futter da reingeballert haben, ist das schwierig, die davon zu überzeugen, nicht mehr zu fressen. Also sind schöne Fische, gar keine Frage. Aber definitiv nicht die Zielgruppe. Aber vielleicht hat Dirk ja noch einen Tipp, wie man hier in Große kommt. Also das war ja auch meine Befürchtung, ne? Made, Mais, Caster, dass die Rotaugen jemand kommen und du die Kleinen alle fängst und nicht die Großen. Aber am Anfang hast du natürlich mit Große ziemlich stark vorgelegt. Und ich mit dem Method, ne? Ich meine, auf die Mini-Bollys einen Rotaugen zu fangen, in der Größe ist natürlich schwierig. Egal wie, ihr kriegt ihn nicht rein. Und ja, wie gesagt, ich setze auf Masse und hoffe auf den einen vernünftigen Fisch. Ja, aber im Moment ist verdammt ruhig geworden, wie der Kurt schon sagt. Auf einmal haben wir die Rotaugen am Platz und die Brassen sind weg. Wir können ja mal anders probieren, so Hecht, komm, Hecht, komm. Weil dann sind die Rotaugen weg und die Brassen haben da keine Angst vor. Weißt du, was ich ja bei dir glaube? Die stehen nicht auf den Sockengeruch deines Futters. Ja, Knoblauchfisch, ich sage ja, die riechen wie eingeschlafene Socken aus Arbeitsschuhen. Naja, die Brassen lieben es normalerweise, aber ich spekuliere immer noch auf einen Stör oder auf einen Karpfenschleie. Irgendwas Spektakuläres. Aber es ist noch relativ früh, wie gesagt, wir fischen jetzt gerade eine Stunde und ich fange normalerweise erst 7 Uhr hier an, bis im Dunkeln rein. Und dann kommen die Brassen auch sehr nah an die Kante, dann geht es ja, ich denke mal, nachher noch ganz gut los. Ich tippe mal, da wird gleich noch ein bisschen Action kommen hier, definitiv. Also ich bin optimistisch. Wir wollen ja noch den einen richtigen haben. Ihr sollt euch noch mal richtig langweilen, so eine halbe Stunde, so, boah, hat er den Fisch endlich. So. Da wir jetzt die ganze Zeit füttern und die Resonanz unter Wasser ziemlich dürftig war, habe ich jetzt mal getrickst. Langes Vorfach, kleinerer Haken und nur noch Blei. Kein Korb mehr dran gemacht. Einfach nur mal, um der Sache etwas mehr Ruhe zu geben. Nicht immer die ganzen fetten Körbe mit Futter darunter schicken. Einfach mal das wirken lassen, was da ist. Und siehe da, es gab mal wieder Resonanz. Ich weiß noch nicht, ob das jetzt eine Lösung ist, aber es kann durchaus sein, dass wenn zu viel Futter runterkommt, dass der Fisch dann einfach mal keinen Bock mehr hat oder einfach vergrämt ist oder das Geräusch des eintreffenden Futterkorbs als Warnsignal auffasst. Deswegen, ich werde das jetzt mal eine Weile nur mit dem Blei weiter versuchen, weil Futter liegt definitiv genug unten. Und dann werden wir sehen, ob Theorie und Praxis passen. Ich werde jetzt mal eben ein bisschen experimentieren. Und mal probieren mit dem Poppy, der sich vielleicht ein bisschen absetzt. Weil wir sehen ja immer Gründelbläschen alles drum und dran. Aber irgendwie wollen die Jungs nicht. Und wenn nichts geht, einfach mal über Futterplatz ein bisschen abstechen lassen. So, ein kleines Bleichen davor. Ich hoffe, dass er nicht so viel Auftrieb hat. So ein ganz kleines reicht. Es gibt wahrscheinlich was zu lachen. Jetzt habe ich gleich einen Haken in der Unterlippe hängen oder so.
So, testen wir mal eben. Also das Rätsels Lösung war die Farbe. Die Farbe, beziehungsweise einfach mal Farbe, vom Futterplatz ein bisschen absetzen, die Geschichte, und schwuppdiwupp. Da ist der Schleimer im Netz. Also wenn er jetzt so weitergeht, kriege ich Kurt noch. Der hat erst 11 Vorsprung oder so. Aber gut, der stippt ja auch auf Rohdaugen, ist ja gemein. Jetzt schauen wir den Polyt mal an. Da kann man schon Bratze zu sagen, ne? So, und das ist das. Ich will ja auch Masse auf große Fische. Der Plan ist gerade so teilweise aufgegangen. Da kann man schon großen Bratzen zu sagen. Ne? Da ist er. Da ist er. Tada! So, so ein ganz kleines, aber sehr, sehr wichtiges Detail. Eigentlich braucht man nicht viel dazu sagen, aber ich will da gleich mal was Besonderes an diesem hier zeigen. Also Hakenlöser, ganz klar. Warum, wofür? Logisch. Haken schonend und möglichst schnell mit dem entsprechenden Druck auf den Hakenschenkel aus dem Fisch lösen. Gelingt im Regelfalle mit jedem Hakenlöser. Aber dieser hier hat noch eine kleine Besonderheit. Zeige ich euch gleich gerne. Ich muss nur erstmal den Kameraden hier wieder releasen. So. Topfidel haut er ab und geht petzen. So, und zwar, ich mag diesen Hakenlöser von Preston besonders, weil, klar, kleiner Haken, großer Haken und dann, ganz wichtig, ein kleines, aber wichtiges Detail, auseinanderschraubbar und hier eine ganz, ganz feine Spitze. Wofür? Leicht erklärt. Wie oft hast du das, dass das Vorfach vertüttelt ist oder der Seitenarm, kann man dann natürlich wunderschön mit dieser Spitze in den Knoten und den aufziehen. Das ist ein unverzichtbares Utensil für jeden Weißfischangler. Komisch. Der hängt schräg, der hängt in der Brustflosse oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vom bisher sah es ganz normal aus. Vielleicht hat er sich ja nur um die Brustflosse gewickelt, ja. Hast du auch schon mal. Noch relativ faul, das Viech. Ja. Boah, guck dir die Tiere an. Ja, ja, der hängt, der ist am Maul, aber ist um die Brustflosse oder um die. Alter Falter. Also langsam wird's kritisch mit dem Kescher. Herrschaften. Da kann man schon Sie zusagen. Na, ordnungsgemäß. Was für schöne Tiere. Einsame Klasse. Geh petzen. Mach doch. Ja. Also langsam macht das Laune. Und bei dir so, Dirk? Auch noch gut gelaunt? Es ist sehr, sehr überschaubar. Apropos, du weißt, ne? Irgendwie haben die heute keinen Bock auf Method. Ich habe keine Ahnung. Sonst fange ich immer wie blöd hier. Und heute ist einfach nur Essig im Tank. Weißt du, worauf ich mich nachher am meisten freue? Auf den Spott und den Hohn, den du über mich ergießen kannst. Nee, auf die Currywurst-Pommes. Ja. Wie sieht es jetzt bei dir überhaupt aus? Zwei. Wie viel? Zwei. Ich verstehe dich nicht. Ja, ich weiß. warte mal. Ich kann nicht, ist zu klein die Zahl. Also, guck mal. Soll ich dir die Brille geben? 14. Also, da machst du mal so einen Inklusionstag, weißt du? Da willst du einen Allrounder in den Fiederautismus überführen, weißt du? Und dann lust der so ab. Wenn ich Köderfische fange mit kleinen Rodaugen, mache ich auch Mahnen dran. Ach ja, wir können nicht alle gute Angler sein. Nee, Dicky, ich weiß. Also du hast deine Qualitäten bei Fischen, die mehr Zähne haben als die ich fange. Ja, aber ich will ja auch den Fisch haben und nicht
Ne? Ich will ja nicht arbeiten, ich will in Ruhe sitzen und den. Ja, aber vielleicht solltest du deine Strategie mal überdenken. Mach das doch einfach anders. Fang doch einfach mal einen Fisch, nicht den Fisch. Ich will ja den Fisch, den Karpfen oder den großen Aaland. Nicht, weil du da die ganze Zeit rot. Ja gut, dann mit Glück mal ein paar große Brassen dabei. Aber ich würde sagen, vielleicht erleben wir auch noch den Tag, wo das gelingt. Ja, warte mal. Aber wie heißt das immer? Große Fresse wird bestraft. So. Aber ganz ehrlich, dir, könntest du sowas widerstehen? Definitiv. Naja, dann. Aber das mit der Theorie, von wegen jetzt nur noch mit Blei und kein Futter mehr, ich glaube, das war nicht so ganz verkehrt. Ich denke mal, hier sind so viele Brassen unterwegs. Umso später es wird, dass das irgendwann egal ist. Ja gut, Fakt ist, da unten liegt genügend Futter jetzt erstmal rum. Und ich glaube, wenn du da so Bratpfannen reinschmeißt, wie die Dinger, die du da reinpölst, ne? Ja, aber wenn du hier auch hast, guck dir mal, du siehst die kleinen Bläschen da überall. Hier sind nicht nur Brassen unterwegs. Ja, Sumpfgase. Das sind Sumpfgase auf Sand. Du machst auch die ganze Zeit Blasen und bist auch kein Fisch. Also ich kann dir mit Sicherheit sagen, dass hier mit Sicherheit einer, zwei Karpfen auch rumeiern. Nur die können natürlich mehr lesen und schreiben wie so ein dümmeliger Brassen, ne? Ah, der Abstand verringert sich. Ja, du holst auf. Ich hole auf. Aber ich fange nur dicke. So. Dafür macht man ja auch Method-Fiedern. Um dicke Fische zu fangen. Aber ich bin doch nicht so weit überzeugt, dass ich jetzt umschwenke. Ja, auch wieder schön. Aber der hat so gehakt, wie er muss. Schön vorne drin. Kleiner Boili. Also wenn ich hier auf Karpfen angel, ne, habe ich einen 24er Boili dran. Und ich habe ständig Brassen drauf. Was ist heute los, dass es so schlecht läuft mit Boili? Ich hätte gedacht, ich kann den Kurt erstmal richtig in den Arsch verhauen hier. Aber naja, der ist nicht ohne Grund Deutscher Meister geworden. Und ich dann im Blockflöte spielen, ne? Da merkt man gerade. So, das ist doch ein feiner Abschluss. Ja. Ein wunderschöner Brassen. So, und mein Köderfischproblem ist jetzt auch gelöst. Und schön zart im Maulwinkel. So. Dann der auch wieder runter zum Petzen. Obwohl, jetzt ist mir das egal. So, wenn mich jetzt nicht so langsam bremse, dann brauche ich noch eine Kopflampe. Also war auf jeden Fall ein super geiler Tag. Hat riesen Spaß gemacht an diesem Wahnsinnswasser. Ich hätte natürlich auch gerne noch mal einen Stör gefangen, aber ich glaube, das ist an dem Equipment vielleicht auch ein bisschen dreist. Aber das, was wir fangen konnten, waren wunderschöne, gesunde Fische. So, und weil Strafe auch sein muss, ne? Nimm deine eigene Hose. Junge, das war schön mit dir. Nein, ich muss neidlos anerkennen. Also Klasse gegen Masse, alle die Masse gefangen und die Klasse auch noch. Also ich habe heute vollkommen verkackt mit Method. Normal klappt das immer wunderbar hier. Haben auch immer ganz gute Fische gefangen, aber Kurt hat immer gezeigt, wenn Scheiße läuft, dass es trotzdem gut laufen kann. Wenn man weiß wie, ne? Ja, und beim nächsten Mal machen wir das auf Raubfisch und dann darfst du mir die Buchse langziehen. Aber dann richtig, ja. Also ich muss sagen, er ist nicht umsonst Deutscher Meister, Weltmeister, was nicht alles. Dirki, komm. Ich möchte jetzt nicht wissen, was noch alles hinter sich hier. Nimm es als Erinnerung. Also Leute. Ihr habt was gelernt. Nett mit euch und falls ihr noch irgendwelche Fragen haben solltet zu allem, was heute hier geschehen ist, generell zum Angeln, was Fiedern betrifft, was Raubfisch betrifft, kommt zu Angel Joe in einer unserer 16 Filialen. Da wird euch garantiert irgendein Spezialist helfen können. No. Wir freuen uns auf euch. Und abonniert unseren Kanal, ganz wichtig, weil da kriegt ihr immer wieder Tipps. Könnt ihr öfters sehen, wie eine Packung kriegt und dann Wasser von auf die Scheiße baut. Also dranbleiben, abonnieren, wir sehen uns beim nächsten Film. Haut rein. Bis dann. Auf.